Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2 Anniversary Edition. Ja, wir sind wieder hier beim Cecil Reef oder so ein Kram. Wie auch immer dieses Level heißt. Oh mein Gott, ich habe meine Kopfhörer gerade nicht auf. Das hört sich super komisch an. Na Mann, weil ich den Sound nicht höre. Und nur ganz, ganz leise. Okay, wir haben ein paar Gegner. Die hätten wir direkt nutzen können. Hier so rein. Ah, ich ziehe mal kurz meinen Kopfhörer auf. So, jetzt habe ich meine Kopfhörer auf. Nehme ich auf? Ja, perfekt. So, im letzten Part habe ich ein bisschen das Fazit gezogen von dem Spiel, beziehungsweise von der Remastered Edition zur normalen Edition. Und ja, dann machen wir jetzt mal weiter und wird schon bald, wie gesagt, wie ich vor zwei Parts angekündigt habe, Zeit ein Fazit allgemein zu ziehen vom Spiel. Was ich immer wieder mache und ich komme immer wieder darauf hinaus. Es ist irgendwie nicht das allerbeste Spiel, aber macht trotzdem immer Spaß zum Spielen. Das finde ich, habe ich auch schon erwähnt. Sehr interessant, wie manche Spiele das schaffen, die man vielleicht persönlich, wo man persönliche Verbindungen mit hat, aus der Kindheit oder was auch immer. Oder weil man es mit Freunden viel gespielt hat. Aber auch, dass man einfach manchmal Spiele hat, die vielleicht gar nicht so gut in der Allgemeinheit ankommen, wie das ja auch manchmal mit Filmen ist. Aber die man dann trotzdem halt einfach richtig abfeiert. Oder die man halt gut findet, ne? Immer wieder sehr interessant, welche Einschätzung man selbst immer gegenüber anderen hat. Ich finde, bei solchen Sachen sieht man das ja sehr stark und man lebt ja auch immer wieder einen Alltag, ne? Sei es Politik, sei es Sport, sei es was auch immer, was für Themen da gibt, ne? Und ich finde, bei Computerspielen, Filmen merkt man das ja sehr extrem, dass da einfach dass vielleicht Zeitungen und Experten das als schlecht einschätzen oder als nicht gut und man selbst denkt sich, warum eigentlich? Finde ich eigentlich ganz schlecht. Das kann jetzt zwar ist ja nicht mal so ein Spiel, ne? Das wurde ja auch damals gar nicht so schlecht eingeschätzt. Ich kenne die Metakritik also gar nicht von dem Spiel. Weiß ich gar nicht. Kann ich mal vielleicht demnächst auf dem Handy nachgucken. Mache ich das jetzt vielleicht nebenbei? Ja, weiß ich nicht. Und sowas finde ich halt immer, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Was Grandia 2 damals, ich weiß gar nicht, was die Verkaufszahlen. Nämlich interessiert immer, wie Verkaufszahlen bei so alten Spielen immer sind im Vergleich dazu die Remastered Edition. Wie viele Fans sich da hängen geblieben sind einfach. Also wie viele Leute haben sich das auf Steam gekauft? Und wie viele haben das damals gespielt? Wer hat das neue jetzt sich geholt? Oder wer kennt den Namen einfach nur für kennt Teil 1 nur und hat damals Teil 2 nicht gespielt. Solche Statistiken finde ich immer sehr, 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 sehr interessant. Oh, haben wir doch noch bekommen. Und ich sehe es ja auch immer auf Steam, dass es angezeigt wird, als wenn du unter JRPGs guckst, dass es da relativ weit oben steht bei, wie nennt sich das, Bestsellern oder Top-Favoriten, weiß ich gar nicht, wie sich das genau da bei Steam die Kategorie heißt, die Spalte da heißt. Ist mir nur aufgefallen, dass es da mal relativ weit oben steht. Ist ja auch verständlich, aber wenn man so überlegt, was gibt es denn auch für JRPGs noch andere, die großartig so... Ja gut, es gibt noch einige, ja. Gut, doch. Gerade so die ganzen Tales of Serie sind ja alles JRPGs, also was zählt ja alles immer zu JRPGs. Wobei ich mich auch immer gefragt habe letztens, was ist eigentlich so der Unterschied von einem JRPG zu einem normalen RPG? Also... Einfach der Fakt, dass es aus Japan kommt oder aus Asien, finde ich ein bisschen, reicht doch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Also muss schon was anderes sein da auf jeden Fall. Deswegen, weiß ich gar nicht, was macht der Unterschied aus? So, und wenn ich so an so ein Gothic denke, das ist ein normales RPG jetzt, Standard, das klassischste, was es glaube ich so gibt, gefühlt. Oder das bekannteste, na wohl, das stimmt auch wieder nicht. Ja, ist ja auch egal. Vielleicht ist es einfach nur der Fakt, dass es aus Japan kommt. Oder vielleicht ist es einfach crazy ist ein bisschen. Ja, wenn ich mal gucke, Grandia 2 hatte für den Dreamcast ein 90er Rating und die Anniversary Edition hat auch ein 80er Rating. Ich denke mal wirklich, dass es beim JRPG... Nein, nicht so viele Team auf einmal. Dass es bei der Anniversary Edition wirklich einfach daran liegt, was ich im letzten Part erwähnt habe. Dass es einfach keine allzu vielen Neuerungen gab. Und es halt 20 Jahre später sind, beziehungsweise 15 Jahre nachdem die PC Edition rausgekommen ist, kam dann das Anniversary Edition raus. Also nicht zum Dreamcast Anniversary, was ja dann entweder 13 gewesen wäre oder jetzt 20-jähriges hier. Aber es ist dann ja auch verständlich, dass man es so gemacht hat. Finde ich gut, dass man es überhaupt rausgebracht hat. Jetzt bin auch die Gelegenheit, dass ja, wenn der neues Grandia 1 kommt, das auch wieder zu testen. Oder dass man zu spielen. Ich hatte es mal für den Emulator mir geholt. Aber irgendwie bin ich damit, ich hab's angespielt, fand's gar nicht so schlecht oder fand's sehr interessant. Aber hab's ja nicht weitergespielt. Vielleicht wird's ja jetzt Zeit, wenn's für die Switch kommt, das mal zu spielen. Die hängen natürlich überhaupt nicht storymäßig zusammen. Was manchmal schön sein kann, was manchmal schade sein kann. Hier finde ich zum Beispiel ein bisschen schade. Aber das ist immer so, wenn man Spiele mag,
Dann wünscht man sich ja meistens, oder auch Fortsetzung und Prequels, Sequels, wenn das Spiel vorher zu Ende ist, wünscht man sich immer Prequels, wenn das Spiel nicht vorbei ist, dann denkt man sich, ah, ich möchte den nächsten Teil. Das ist ja eigentlich fast immer so, ich glaube zumindest geht's für mich so. Oder einfach ein Spiel, das genauso ist mit den gleichen Charakteren, wie zum Beispiel, oder die gleichen Spielelemente hat, wie zum Beispiel Siedler 5. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die Siedler 5 wo Siedler 5 eines Lieblingsspiele ist. Weil es natürlich, das muss man aber auch gestehen, nicht wie die eigentliche Siedler-Serie so ist, sondern es endet ja schon fast eher an den Age of Empires. Zumindest weil man ja relativ viel Freiheit hat in den Siedlern und so ein Kram, ne? Auf Siedler 5. Ja, deswegen, wenn man sowas hat, so spielt, dann wünscht man sich ja eigentlich immer Gameplay-mäßige Fortsetzung, Story-mäßige Fortsetzung oder einfach eine 1:1 Fortsetzung. Aber dann natürlich mit neuen Spielinhalten, ne? Wenn ich mir da angucke, Dead Island 2 ist, glaube ich, nicht so gut angekommen, weil Dead Island 2 fast eigentlich 1:1 Dead Island 1 war. Nur, dass die Story anders war, falls es da eine Story so großartig gab. Aber egal. Ich glaube, wenn dann 15 Jahre dazwischen vergehen, dann ist man froh, dass überhaupt irgendwas kommt. Zumindest, wenn man Fan von der Serie ist. Wie gesagt, wie bei solchen Nischenserien wie Grania 2. Wobei, wie gesagt, ich weiß jetzt, was die Metacritic ist. Bei Metacritic steht, es ist ein Must-Play, zumindest die Originalvariante für Dreamcast. Kann man also auch die hier spielen. Wo ich mich interessiere, was da. Na gut, wahrscheinlich liegt es einfach nur an dem Alter der Reviews, ne? Dass da teilweise Reviews halt genommen werden bei Metacritic, die schon halt Wertungen genommen werden von Zeitungen, die das vielleicht vor 20 Jahren geschrieben haben. Und die einfach dann 1:1 übernommen werden, sind bei Anniversary, die ja neu geschrieben worden sind. Ich hasse die deutsche Zeitform. So, wir tun es hier ein bisschen schwer, beziehungsweise wir tun es ein bisschen mit dem HP schwer. Wie kann das sein? Habe ich einen Heilpunkt übersehen? Weil normalerweise, ich habe ja auch noch kein einziges Mal jetzt hier geheilt. Das ist nämlich auch so ein Ding bei Grandia 1. 2. Ich finde, es kommen so oft Heilpunkte. Wenn man dann mal Probleme mit dem HP hat, wundert man sich richtig. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen auszurüsten. Weiß ich gar nicht. Wir kriegen relativ wenig Erfahrung, oder? Liegt es daran, dass wir einfach schon wirklich so ein hohes Level haben? Weiß ich nicht. Ach, ich werde jetzt nicht heilen, wir werden jetzt noch ein bisschen durchboxen und dann. Ich weiß gar nicht, es gibt so Sachen, die. Da fehlt es vielleicht ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten. Vielleicht ist es aber auch der Sinn vom Gameplay. Ich würde am liebsten halt immer Elena direkt vorne haben, weil sie halt einfach mit ihrer Magie direkt alle instant wegmachen kann. Oder Millennia dementsprechend. Also ich weiß gar nicht, ob es die Einstellung gibt oder ob es die extra nicht gibt. Und ich frage mich auch immer, das finde ich viele Sachen, die ich mich immer frage, ne? Welche Sachen die Entwickler eigentlich noch geplant hatten für solche Spiele. Natürlich auch, was der eigentliche Entwurf war, weil der eigentliche Entwurf von diesem Spiel kann ja auch was komplett anderes gewesen sein. Vielleicht war Tio der Hauptcharakter am Anfang, ne? Aber auch mittendrin, was man vielleicht denn, wo man mittendrin gesagt, wo das Spiel grundlegend schon fertig war, von den Charakteren vielleicht, oder vom Gameplay, wie es eigentlich ablaufen soll, aber was für Elemente dann in der, erweiterte Elemente dann rausgefallen sind. Weil vielleicht haben die sich ja einige Sachen da noch überlegt gehabt, die einfach vielleicht technisch nicht möglich waren und so ein Kram. Deswegen, ja. Wobei ich glaube, wenn ich da so überlege, ob man das ein Remake in diese Anniversary Edition hätte einbauen können. Ich glaube, das Entwicklerstudio existiert zwar noch, ist aber sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen ist das, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob es kleiner geworden ist, ob das früher ein großes Studio war. Game Arts ist das ja, glaube ich, in dem Fall. Na gut, wenn sie mit Grandia 1 und 2 wirklich. Ich sag mal zumindest vom Namen her bekannte Titel erschaffen hat, entwickelt hat, dann wird es damals wahrscheinlich kein kleines gewesen sein, aber ein riesiges natürlich jetzt auch nicht. Aber heutzutage ist es halt wirklich kein großes mehr. Ich könnte jetzt auch wirklich nicht sagen, wenn ich nicht von Grandia wüsste, was denn dieser Entwickler ist, Game Art. Und ich kann es ja auch jetzt nicht sagen, weil mehr als diese beiden Spiele kenne ich nicht. Das ist einfach, ja, einerseits traurig, ist ja schon traurig. Weiß nicht, ich weiß gar nicht, ich kann mir auch mal nachgucken, das ist die andere Sache, die man mal gucken kann, was die noch großartig für Spiele erschaffen haben. Die werden ja wahrscheinlich noch andere Spiele gemacht haben, außer Grandia 2. Und, ja, ansonsten würden sie heute nicht existieren, ne? Nicht mehr. Oder, ja, genau, nicht weiter existieren. Kann man auch mal nachgucken. Viele Dinge, die man immer nachgucken kann, ne? Die haben dann natürlich mittendrin fahren und zum Ende des nächsten Parts oder zum Anfang des nächsten Parts, weiß ich dann nicht mehr. Ja. Ja, aufstellen konnte ich ja nicht, das habe ich schon nach.
Aber Grandia 3 gibt es ja auch noch, aber Grandia 3 ist überhaupt kein Erfolg geworden, wenn ich das richtig sehe. Weil das kennt kaum einer wieder noch. Und da findest du auch im Internet weniger zu, also nicht wenig. Würde ich jetzt nicht sagen, aber weniger. Und das war es dann auch schon aus der Grandia-Reihe, außer Grandia Online, was es wirklich gab. Was aber, als ich drauf gestoßen bin, erstmal nur auf Japanisch oder so verfügbar war. Und als ich dann wieder drauf gekommen bin, war es geschlossen. Hier ging irgendwie nur 2 Jahre oder so. Also, naja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, inwiefern Grandia online ein Erfolg gewesen sein soll. Wobei es ja wirklich meine Marke war, das muss man ja mal sagen. Das kennt man ja heutzutage öfters oder vielleicht eben nicht, weil Marken kaputt gemacht worden sind, weil ein Spiel schlecht geworden ist oder zwei oder nicht so gut wie die Vorgänger. Vielleicht weil sie übernommen wurden oder weil die jeweiligen Entwickler was anderes wollten oder mehr wollten und das einfach nicht geschafft haben. Das hat man vielleicht bei Grandia auch so denn gemacht, wobei ich... Es wäre bis vor 10 Jahren wäre es ja wirklich noch eine Marke gewesen, wenn dann statt Grandia Online dann einfach Grandia 4 gebracht hätte oder so. Ich glaube, das hätte der Serie nochmal Aufschwung geben können. Glaube ich einfach. Wenn man sich dann nicht entschieden hätte, wie viele andere Serien ja auch einen Online-Teil zu machen. Ich meine, 2010 ungefähr die Zeit, wo viele Online-Sachen kamen im Sinne von Age of Empires Online, die Siedler Online. Ich glaube, viele Serien hatten da ihre ersten Gehversuche, was solche Online-Sachen angeht. Aber ich so im Kopf habe, ist das ja nirgendwo gut gegangen. Oder nicht wirklich. So. Irgendwas bekommen, irgendwas, was geil ist? Nee, nicht. Ja. Das muss man dann halt schon mal eingestehen, dass da nicht wirklich bei den Online-Dingern was rausgekommen ist. Zumindest nicht im ersten Launlauf, ne? Ich glaube, ein Siedler Online läuft gar nicht so schlecht. Glaube ich. Bin auch nicht sicher. Deswegen... Ach, wir sind schon direkt da. Das ist ja schön. Deswegen... Schade, dass Grandia das gemacht hat. Weil ich glaube nicht, dass es... Es war gut. Wahrscheinlich hätte man nicht nach 2 Jahren eingestellt, wenn es ein Erfolg gewesen wäre, ne? Jetzt gehen die geil. Ich kann mir auch... Ich muss mir nochmal Videos dazu angucken. Weil wenn ich das höre, ich kann mir auch darunter einfach nichts vorstellen, was Grandia Online in dem Fall sein sollte. Also, so 8000, das sollte ja eigentlich, wenn wir mal so dreist sind, kein Problem sein. Dann sehen wir Zap All. Tja. Schade, dass so eine Serie das nicht weiter geschafft hat, aber das hat man ja, wie eben gesagt, bei vielen, vielen Serien, dass sie es einfach nicht geschafft haben. Beziehungsweise heute nicht mehr existieren, keine neuen Teile rausgebracht werden. Das hat man ja bei sehr, sehr vielen. Vielleicht ist man da auch ein bisschen verwöhnt, war einem, oder desillusioniert von einem, keine Ahnung, was kommt denn jetzt in Siedler 8 oder Siedler 7 von einem Fallout, was seit Jahren ja läuft, von, ich weiß gar nicht, gibt bestimmt einige, wenn ich jetzt mich ein bisschen, Age of Empires läuft ja mehr oder weniger heute, wobei das war, obwohl nee, das kann mir auch lange nicht, das kann man auch nicht so sagen. Aber man ist natürlich dann auch wieder, freut sich, wenn man wie bei Age of Empires dann von lange nichts von der Serie hört und dann kommt wieder was. Da freut man sich, denkt man sich, ah, vielleicht kann das für die und die Serie auch nochmal passieren. Hat ja aber auch immer viel mit Rechten zu tun und es gibt ja auch das Problem, dass wenn eine Firma gar nicht mehr existiert, die was mit den Rechten dann immer passiert, ne? Also mit den Rechten einer bestimmten Serie dann, ob die einfach so verwendet werden können. Ich meine, das ist nämlich nicht so. Weil die Rechte ja theoretisch immer noch bei einer Firma liegen. Das ist ja mal so eine Sache, ne? Wobei, bei Grandia 2 kann man ja sagen, die wird ja immer noch gepublished jetzt. In dem Fall mit der Anniversary Edition. Also sitzen ja schon noch durchaus Menschen, die das machen. Und durchaus die Rechte an der Serie haben. Finde ich immer in dem Fall sehr beeindruckend. Dass man... Banjo-Kazooie ist so ein gutes Beispiel, wo die Rechte einfach rumliegen. Viele hoffen ja immer auf so einen Smash-Auftritt, weil es ja kein Nintendo-Charakter ist. Aber... Naja, was will man denn erwarten? Die Rechte liegen irgendwo rum. Ein neues Spiel ist immer unwahrscheinlich bei sowas, wenn lange Rechte rumliegen. Und vielleicht die, zum Beispiel, warum hat, oder viele Entwickler dann auch das Studio verlassen haben und viele schon umgewechselt sind. Das ist immer so eine Sache dann, ne? Man kann immer hoffen. Vielleicht haben wir irgendwann wieder einen Banjo-Kazooie-Teil und ich habe wieder Hoffnung auf einen neuen Grandia-Teil. Weil ich muss ja auch immer gestehen, ich habe ja Teil 1 nicht gespielt, Teil 3 nicht gespielt. Also das ist ja auch immer so die Sache, ne?
Mir ist es halt wirklich, dass ich Teil 1, Teil 2, der Fan richtiger Teil mein Lieblingsspiel ist, aber ich Teil 2 nicht gespielt, Teil 1 nicht gespielt habe und Teil 3 nicht. Wobei Teil 3 nicht mal in Europa rausgekommen ist und ich glaube nur mit englischen Sprachpatch im Internet irgendwie funktioniert und Grandia 1 ist verfügbar auf Englisch. Ja, Grandia 1 habe ich mir sogar mal angefangen, genau. Vielleicht ziehe ich es wirklich durch und schaffst es für die Switch dann zu spielen. Bin mal gespannt. Tja, ich glaube, wären die Rechte nicht immer so kompliziert und wären manche Studios, würden die manchmal mehr auf einzelne Personen hören, ne? Ah, wenn es so wäre, würde es, ja gut. Wenn es nach mir geht, würden da ein paar andere Spiele kommen. Obwohl, es geht sogar. Nintendo bringt regelmäßig ihr Zelda raus, dann bin ich zufrieden. Siedler kommt jetzt auch wieder. Wobei, wie gesagt, Siedler 5 ist immer noch mein Highlight. Age of Empires kommt wieder. Man sieht schon, ich bin ein kleiner Strategiefan. Nie Automata 2 würde ich mir wünschen. Wobei, das ist ja auch erst letztes Jahr dann rausgekommen, ne? Wollen wir auch mal sehen. Oh, und da haben wir es. Stimmt, das hatte ich schon fast vergessen, dass wir diesen Mana Egg hier bekommen. Das Soul Egg. Ja, und das sind schon ziemlich genau 15 Minuten. Aber ich würde sagen, wir gucken noch kurz rein, was dieses Mana Egg uns bietet. Wir haben ja genug gespart jetzt. Das ist Soul Egg. Ist es nicht, das ist... Oder ist... Ja. Scarlet Egg ist nur auf Level 9. So, guck mal, 39, 35, 17, 19, 49. Oh, das ist 49. Ja, gut, okay. Ja, dann gucken wir uns mal an, was es so hat. Das ist der Toe Slash, ja. Dann würde ich sagen, leveln wir das tatsächlich einfach mal auf. Um das hier zu skillen, ja. Und dann wechseln wir das demnächst mal einfach mit dem Holy Egg oder dem Mist Egg. Wir kriegen irgendwann noch eins, so wir können nicht spoilern. Dauert aber noch und das kriegt man nicht zwingend. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt Pause. Und sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn wir dann in Ryudos Heimatdorf fahren. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.